So, hallo. Mal so eine Frage in den Raum gestellt. Ist Wunschdenken gleich Wunschdenken? Oder kann das Realität werden? Dann mal so. Wenn wir einen Wunsch haben, der lupenrein ist, das heißt ohne Zweifel, wenn wir ohne Zweifel wünschen können, wird der Wunsch auch in Erfüllung gehen. Kleines Beispiel, wir haben alle schon mal erlebt, dass wir an einen Kollegen oder eine Freundin gedacht haben und haben gesagt, Mensch, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Es hat nicht lange gedauert, vielleicht einen Tag oder zwei, dann rief diese Person an oder kam diese Person vorbei. Warum soll es jetzt nicht mit unseren Wünschen so gehen? Wenn wir einen Wunsch haben, warum sollte dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen? Wenn ich sage, ich wünsche mir einen Partner, der zu mir passt. Warum sollte jetzt dieser Partner also nicht kommen? Nur, wenn ich Zweifel habe. Zweifel habe, dass ich sage, einmal weiß ich nicht, wie er richtig aussehen soll, weil ich mir keine Gedanken gemacht habe. Zweitens würde ich sagen, ich nehme auch das so Ähnliches, was mir über den Weg kommt, mit. Dann wird in diesem Moment, wo ich sage, wo so ähnlich kommt, wird der Wunsch nicht hundertprozentig sein. Dann wird der Wunsch so ein bisschen phasenhaftig sein. Und dann wird uns ein Mensch über den Weg laufen, der genauso ist, wie wir gedacht haben. Also halb. Ein halber Wunsch. Weil er sich nach einer gewissen Zeit so manifestiert, wie wir eigentlich nicht haben wollen. Es geht wieder jetzt um den lupenreinen Wunsch. Wie kann ich einen lupenreinen Wunsch einmal formulieren oder denken? Es geht nicht nur mehr um die Formulierung, es geht auch um das Herz. Es ist eine Herzangelegenheit. Ich muss quasi in meiner Vergangenheit einiges ausräumen oder einiges umdeklarieren. Das heißt, ich muss mit gewissen Dingen, Situationen, wo ich enttäuscht worden bin, ob es von meinen Ex-Freundinnen sind, ob es von meiner Mutter, von meinem Vater oder von meinen Arbeitgebern, von vielen Dingen, wo ich voll enttäuscht worden bin, muss ich sage es mal so ein bisschen blöde, ummünzen. Ummünzen wäre nicht das richtige Wort, ich muss es auflösen. Ich muss diesen Schmerz, der da reinsteckt, muss ich auflösen, um dass ich einen lupenreinen Wunsch habe. Und wenn ich diesen Wunsch habe im Herzen, das ist der Wunsch, meine Vorstellung und das Gefühl. Ihr kennt alle das Gefühl, verliebt zu sein. Und dieses Gefühl muss damit reinschwingen. Wenn dieses Gefühl, also nicht verliebt sein, sondern die Freude, die Begeisterung, wenn wir diese Begeisterung in diesen Wunsch haben, dann wird dieser Wunsch sich erfüllen. Aber nur, ihr wisst, jeder von uns hat eine ganz gewisse Grundstimmung. Der eine hat die Grundstimmung etwas tiefer, der andere hat sie etwas höher. Der andere hat sie in der Mitte, wo immer die Mitte sein mag. Und dies ist gerade, dass wir dieses Gefühl so hoch, wie es gerade geht und so rein, wie es gerade ist, haben, um dass wir es losschicken können. Losschicken können ins Universum. Klingt so ein bisschen spirituell, aber was heißt Spirit? Spirit heißt Geist. Mehr auch nicht. Also ab in die geistige Welt. Wo ist die geistige Welt? Schon mal Gedanken gemacht? Die geistige Welt ist überall. So selbst sogar bei dir in der Schublade ist die geistige Welt vorhanden. Also habe ich einen lupenreinen Gedanken, wird auch dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Das heißt, lass uns gewisse Baustellen, Blockaden lösen, um unseren Raum bzw. unseren Traum so zu formulieren, dass er uns passt, für uns passt. Dass das ist, was wir haben wollen. Und wir sollten dabei bleiben. Das möchte ich. Und auch nicht die Wege vorher kennen, die wir brauchen, um deshalb Wunsch sich erfüllen, sondern nur den Wunsch zu haben, sich darauf freuen. Fühlt euch so, fühlt euch, als hättet ihr diesen Wunsch. Dann seid ihr einen Schritt näher. Und jedes Mal, wo eure Begeisterung umschlägt, also umschlägt, böses Wort, immer umschlägt auf den anderen gegenüber, wo ihr den anderen mitreißt, macht ihr die Welt schöner, leichter und liebevoller. Und das zum Wochenende hin wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns. Ciao!